Alter. Aber ich habe es mir gedacht. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie gesehen habt, dass im ersten Obergeschoss Licht brennt. Wenn Heiko mir von dem Vorfall, das sich ein Jahr zuvor ereignet hatte, nicht erzählt hätte, dann wäre ich sicher nicht so nervös gewesen. Und Heiko auch nicht. Schon beim alleinigen Erkunden, ob es wirklich verlassen ist, ist mir das Blut in den Adern gefroren. Ich fühlte mich unwohl und beobachtet. Kaum eine Location hat mich so an den Rand meiner Grenze gebracht wie dieses Gasthaus. Auch wenn man meinen sollte, dass ich mich an sowas nach all den Jahren gewöhnt habe, kann ich das nur verneinen. Das ganze Lost Place war so skurril und merkwürdig. Erkundet es gemeinsam mit mir und findet heraus, ob dort wirklich bis vor kurzem jemand gehaust hat. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf AppCurpy TV. Ich bin mit Heiko unterwegs. Und wir sind in einer sehr, sehr gruseligen Gegend, in einem Tal. Auf uns wartet eine sehr, sehr gruselige Location. Heiko hat vor einem Jahr noch Bewegung da drinnen gesehen, jetzt ist das nicht mehr so. Ich war kurz drin, ich habe kurz reingeguckt, auch oben, es ist niemand mehr da. Es ist auch verlassen, vermutlich verstorben, weiß man nicht. Begleitet uns gerne dabei, viel Spaß. Oh Leute, ich habe Angst, das Dach bricht hier zusammen, aber ich muss es euch zeigen. AppCurpy TV, Urbex Pilgern und Outdoor. Und da könnt ihr schon durchblitzen sehen, um welches Objekt es sich handelt. Es ist ein altes, riesiges Gasthaus. Und ich habe, wie gesagt, schon mal reingeguckt. Hammer. Wirklich Hammer. Hinter mir kommt Heiko mit seiner Kamera. Wir haben halt beide, wir sind sehr angespannt. Das ist halt wirklich Auto. Da oben soll er gelebt haben. Und ihr seht ja, das Fenster ist auf. Da wohnt keiner mehr. Guckt euch mal die Spinnweben überall an. Das ist komplett. Heiko ist genauso nervös wie ich. Das ist einfach eine komische Situation, weil er sagt, wie gesagt, letztes Jahr stand er hier vor und oben sitzt einer und guckt Nachrichten. Jetzt kommt schon wieder ein Auto. Die ganze Zeit ist hier nichts. Die ganze Zeit. Und jetzt fahren hier alle 2 Sekunden Autos lang. Heiko kommt schon ganz schnell. Und nervös ich auf jeden Fall. Ich gehe aber gern vor, wenn du möchtest. Zoll. Zu dem Gastraum, ich den. Hier rechts um die Ecke ist ein Gasthaus. Okay, wir müssen uns ein bisschen aufteilen, Freunde. Verzeiht es mir, wir haben nicht viel Zeit. Wir sind nervös. Es ist unfassbar gruselig. Ich hole jetzt meine Lampe raus. Freunde, hier ist ein großer Raum. Ein sehr, sehr großer Raum. Leider sind die Platten schon raus. Aber guckt mal, wie eingesponnen dieser Kronleuchter ist. Der ist komplett voller Spinnweben. Und der ist noch schlimmer voll. Damit seht ihr das?
Das ist ja wie eine Halloween-Kulisse, ist das krass. Hier stehen halt sämtliche Möbel rum. Hier geht's weiter. Hier ist einfach ein Schrank mit Swirl und irgendwelchen Weihnachtspäckchen. Oh ja, Weihnachtspäckchen. Oh, ist schon wieder so voll Spinnensponnen. Oh Leute, eklig ist das hier. Ein Weihnachtsbaum. Habt ihr schon mal so einen kleinen Staubsauger gesehen? Ich nicht. Oh, hier sackt der Boden weg. Das ist eine kleine Küche. Ihr könnt das ja selber sehen. Vielleicht hat man hier gekocht für die Leute. Da ist nichts drin. Ja, Freunde, es ist ein bisschen schneller, das Video. Ja, ich weiß, aber ich bin echt extremst nervös. Da ist auch nichts drin, außer da unten noch Monte von Zott. Man darf einfach nicht vergessen, in so einer angespannten Situation, es ist einfach was anderes. Hier steht auch noch, was ist das hier alles? Das sind Toiletten. Ja gut, Freunde, die brauche ich euch ja nicht zeigen. Hier steht noch ein Staubsauger. Ja, das sind halt sanitäre Anlagen, ne? Aber alles komplett heil. Hier ist also nichts kaputt. Hier ist tatsächlich noch ein Eingang. Das hier ist privat gewesen, steht hier zumindest. Privat. Hier ist auch noch mal eine Kühltruhe. Große Tanks da hinten. Hier ist ein Wäscheraum. Das ist ein Badezimmer, Freunde. Oh, guck mal hier. Da ist ja noch alles da. Die ganzen Shampoos, alles schon angesparkt. Seht ihr das? Das ist ja schon schimmelig. Unfassbar. Geht denn hier das Wasser noch? Kriege ich gar nicht angedreht, Freunde. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier noch einer gewohnt haben soll. Guckt euch das bitte mal an. Oder das. Hier, seht ihr das auch? Alles noch da. Die ganzen Waschmittel. Waschmaschinen, hier hängen noch. Da sind sogar noch Plastikstrohhalme, die sind ja mittlerweile verboten. Hier steht ein Stuhl. Also Strom geht hier nicht mehr. Ja, und da ist noch eine Kühltruhe. Da ist die nächste Tür offen. Das ist ein Wasserfall. Das muss ich nachher mit Heiko noch mal gucken. Ich habe jetzt eben gerade gedacht, weil das so geplätschert hat, dass da vielleicht irgendwie ein Rohr geplatzt ist. Hier sind alle 1000 Heizlüfter da und elektronische Heizung. Da sind sogar noch Gasheizung. So eine hatte ich damals beim Campen auch. Das heißt, wenn der Typ vor einem Jahr hier noch gehaust hat, muss ja Strom sein, oder Heiko? Ist das gruselig. So, Heiko ist hier unten. Der filmt natürlich auch. Also heißt es wieder trennen und nicht zu laut sein. Alter, stinkt das hier nach Pisse. Stinkt das hier nach Pisse. Dias, ohne Ende Dias. Und da ist noch ein großer Wecker. Auf den Dias sind Berge zu sehen. Ja. Und ohne Ende Herrenkleidung, seht ihr ja selber. Ja, so ein alter Jeans, eine Jeansjacke. Da sind Herrenhemden. Und hier liegt einfach auch alles rum. Also Leute, hier muss jemand reingepullert haben. Es riecht wirklich, wirklich streng. Hier ist ein Hoover. Und zwar ein R2-D2. Freunde, wir gehen hier rum. Hier soll noch einer gewohnt haben im letzten Jahr. Das kann ich mir wirklich nur sehr schwer vorstellen. Sehr schwer vorstellen. Aber ich glaube, Heiko,
Er hat es auch auf seinen Aufnahmen wohl drauf. Ich muss mal gucken, ob ich das hier reinschneiden darf. Alter. Aber ich habe es mir gedacht. Ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie gesehen habt, dass im ersten Obergeschoss Licht brennt. Ich weiß nicht, das Ding hier rechts, war das die Kegelbahn? Das sieht zumindest so aus, so ein länglicher Anbau sozusagen. Und es ist so eingewachsen. So eingewachsen. Auch vorne der linke Teil. Nur der Mittelteil und vor allen Dingen oben das erste Geschoss. Und da habe ich auch Spinnenweben gesehen. Das ist irre. Also die Bausubstanz ist auch nicht mehr die neueste. Ganz im Gegenteil. Und die Haustür steht offen. Warum lässt man die Haustür offen stehen? Da hat jemand vergessen, das Licht auszumachen. Das ist bestimmt verlassen. Das hat jemand vergessen auszumachen. Nein, da läuft ein Fernseher, Luca. Jetzt kann man es sogar noch besser sehen. Ich gehe gerade ein bisschen zurück, da läuft wirklich ein Fernseher. Flachbildfernseher. Und eine einzelne verlorene Lampe. Oh, ist das gruselig. Hier sind noch Gerätschaften. Also das Haus stürzt bald ein, da. Ich habe wirklich Angst, hier durchzufallen. Es wackelt alles. Guckt euch mal dieses gruselige Scheißding an. Ist das ekelhaft. Und nicht nur das. Hier sind auch noch Rauchmännchen, also Räuchermännchen. Ist das ekelhaft. Leute, im Allgemeinen ist hier ganz viel Weihnachts- und Osterdeko. Und was auffällt, sind sehr viele Alkoholflaschen, also sehr viel Sekt. Hier Weinbrand, Sekt. Ja gut, das kann natürlich noch aus Zeiten dieses Gasthauses sein, ne? Man weiß das nicht so richtig. So, und hier soll letztes Jahr noch jemand gehaust haben. Alter Schwede. Da ist ein VHS-Rekorder. Nee, das ist ein VHS- und DVD-Rekorder. Meine Güte, so fortschrittlich. Also Leute, wenn hier wirklich noch einer gewohnt hat, dann unter widrigen Bedingungen. Das ist ja komplett eklig hier. Das ist ja alles ekelhaft hier. Da sind noch CDs. Boah, Leute, das ist ja meins, ne? Da komme ich aber nicht hin. Weil die Couch hier so blöd steht. Ich versuche das mal. Da ist ein CD-Player. Der hat auf jeden Fall gerne Schlager gehört, was ich von hier so sehe. Da sind die CDs, Amigos, Schlagerwelt. Auf jeden Fall war er Musikfan. Leute, ich sehe hier gerade einen Rentenbescheid. Ne? Die Rente ist nicht hoch. Ist von 2006. Muss ich euch natürlich alles pixeln. Eine alte Nokia-Handyhülle. Da liegt sogar noch ein Siemens-Handy. Und dazu das Ladekabel. Das ist ja unfassbar. Hier sind noch Bankunterlagen, ohne Ende Bankunterlagen. Also Leute, hier sind so viele persönliche Dinge. Da sind Fernbedienungen. Das ist einfach all möglicher Krimskrams. Ich bin so baff. Hier ist ja alles noch vorhanden. Aber Leute, ich fasse hier eigentlich ungern irgendwas an, weil es ist alles schimmelig und stinkt. Oh, da ist was runtergefallen. Ich habe mich erschreckt. Gut, Freunde, hier ist nichts los. Ich muss mich einfach zusammenreißen. Auf jeden Fall, da ist noch eine Heintje-Videokassette. Ihr seht ja selber, wie verdreckt das hier alles ist. Das ist alles verdreckt. Da, alles versparkt und verdreckt. Und das kann nicht erst seit einem Jahr so entstanden sein. Das muss schon länger sein. Das muss ein Messi gewesen sein. Leute, soll ich euch mal was sagen? Hier sackt das Haus auf der Ecke ab. Und ich merke das auch, dass das hier alles nachgibt. Hier ist noch ein Fernseher. Dann muss hier ja eigentlich auch noch der Strom gehen. Da, guck mal diese gruselige Puppe an, widerlich. Freunde, mit Bonus-DVD, die Amigos. Liebe Grüße gehen raus an Fabi, du Amigos-Fan. Und nicht nur das,
Da ist noch eine Konzert-Live-DVD von den Amigos. Ich sag ja, der hat Schlager gehört. Hier liegt ein Flachbildfernseher. Hier liegen DVD-Filme. Also hier ist unglaublich durchwühlt worden. Entweder war er das selbst oder es wurde gemacht. Guckt euch doch mal bitte diese gelbe Tastatur an. Wie versparkt die ist, daneben der Rechner. Dann hat er hier wahrscheinlich am Rechner gesessen. Hier ist wieder so eine Puppe. Also ich weiß ich nicht. Also findet ihr das gemütlich hier? Seid mal ehrlich, mit diesen ekligen Lampen. Also ich find's gar nicht gemütlich. Okay, Freunde, wir verabschieden uns mal von hier. Es sind so viele Details. Ich könnte euch hier so viel zeigen, aber es ist einfach keine Zeit da. Und es ist auch einfach so, dass ich mich nicht auf alles konzentrieren kann. Hier hat er auf jeden Fall noch Steine gehabt, so eine Gesundheitssteine. Und hier ist einfach so eine Seitenwand. Ja, da hat er so Sammelsurium und da ist eine Stichsäge. Da hinten sind alte Sat-Receiver. Stinkt hier überall nach Pipi. Also Leute, entweder hat er selber hier hingepullert oder, also ich weiß es nicht. So, und jetzt sind wir oben. Hier ist wieder so eine Seitenwand, Gaskocher. Oh, Leute. Und hier ist eine Küche. Guckt euch das mal an. Das ist schon gruselig hier. Sind denn hier noch Sachen drin? Ey, Leute, das ist alles noch vorhanden. Ja, alles soweit noch vorhanden hier. Ja, seht ihr selber. Geschirr. Sogar Cappuccino. Wollen wir mal gucken, wann der abgelaufen ist. Ach, der ist auch leer. Dann hat er das wahrscheinlich gar nicht mehr. Dann hat er das nur zu Lagerzwecken benutzt. Also ihr seht ja selber, wie roh die Wände hier schon sind. Der kann doch, man kann doch nicht so gehaust haben, weil wo ist die Tapete hin? Freunde, hier liegt keine Tapete. Hat die schon jemand weggemacht? Wo ist sie hin? Das ist roh. Oh Gott, Leute, es ist ekelhaft. Naja, und hier ist diese Sitzgruppierung. Seht ihr selber, spartanisch. Vielleicht wurde auch schon viel rausgeklaut, man weiß es nicht. Wir gehen mal weiter. Weil wie gesagt, ich bin wirklich unter Zeitdruck heute. Das ist ein WC. Das ist voll, oh Gott, Leute. Das ist voll geschissen. Hier ist nicht mehr so viel. Da, guckt Leute, da liegt die Tapete. Da ist sie. Eine Couch ist hier noch und die Lampe. Ansonsten, naja, hier sieht man ja wenigstens den Verfall. Wir gehen mal weiter. Ui. Alles voller Akten. Akten, 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 muss ich alles pixeln. Aber kompletto. Kassennachweise und so weiter und so fort. Hier ist eine Rechnung. Da steht aber kein Datum drauf. Doch, 2009 muss ich natürlich alles pixeln. Ey, das Fenster sieht ja auch stark aus. Naja, und ihr seht ja Akten über Akten über Akten über Akten. Ich werde es nur leicht pixeln, sodass man zumindest nichts lesen kann. Und dann sind hier so zwei Kassen. Da gehe ich extra mal nah für euch ran, damit ich es nicht pixeln muss. Hammer, ne? Naja, da steht ja auch Büro dran, ne? Freunde, hier hinten ist noch was. Es sieht wirklich aus, das ist ein... Oh, das ist ein Zimmer. Boah, Leute, es ist überall Schimmel, seht ihr das? Auch die Wände, komplett schimmelig. Hier stehen noch Tassen und auf dem Dings. Also Freunde, hier muss doch einer hingepupst haben. Das ist doch Pupse. Ich stehe hier in Scheiße und das ist menschliche Scheiße. Also das heißt, der Mann muss hier überall hingekotet haben. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Und ich kann nicht verstehen, dass jemand so leben mag. Hier ist überall Kot auf dem Boden. Guckt euch das an. Es ist wirklich furchtbar eklig. Furchtbar eklig und ich muss hier auch raus. Es ist ekelhaft. Es stinkt wirklich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Hier ist auch wieder ein Badezimmer mit Toilette.
Und auch hier seht ihr diese ganzen Spinnweben. Das ist komplett überzogen, dieses Haus mit Spinnweben. Ich meine, das Ding steht auch mitten im Wald. Das ist kein Wunder. So, Freunde, das Haus ist schief und krumm. Die Treppe ist schief, alles ist schief. Achso, du bist hier. Ich bin voll erschreckt. Gut, dann mach du hier weiter. So, Freunde, das ist der Eingangsbereich. Hier liegt so ein Kunstbaum. Aber jetzt, Freunde, kommt ein Hammer. Das ist das Gasthaus. Hier stinkt es auch überall nach Urin. Der scheint hier wirklich noch gehaust zu haben. Hier sind noch Rechnungen. Wir gucken mal drauf. 23 ARD. Hier, meine lieben Freunde, sind ganz viele Papiere von 2023, also vom letzten Jahr. Okay, jetzt bin ich baff. Jetzt bin ich baff. Wir gehen mal weiter. Man sieht auch deutlich, dass es ein Gasthaus war. Ne? Da hat jemand reserviert Cola und sowas hingepackt. Ist ja ein Knaller. Also es war bestimmt mal schick. Ich meine, guckt es euch an. Da oben ist eine Hexe. Okay, Freunde, hier ist noch so eine Ecke. Da hatte man hier so ein bisschen, war man so ein bisschen abgeschirmt. Also ich vermute, der hat hier wirklich das komplette Ding noch bewohnt. Es ist ja unfassbar. Ihr seht es selber, es ist eine Bar. Tausende, ja, Kondensmilchpackungen und sowas. Ist noch so eine uralte Lichtschalttafel. Bar und Theke und sowas konnte man hier einschalten. Okay, Freunde, hier sind noch richtig, richtig alte Cola-Gläser. Always Coca-Cola. Es ist alles schimmelig hier, wirklich. Wir gehen jetzt mal hinter die Bar, um euch den Zapfhahn zu zeigen hier. Da ist von Telefunken noch ein Ghetto-Blaster. Das ist wirklich ein Hammer. Hier wieder Schlagerkassetten ohne Ende. Oh, diese 60 Kassetten hatte ich damals auch. Ist ja Knaller. Ja, hier sind halt überall Gläser und eine riesengroße Jägermeisterflasche. Meine Güte. Naja, das ist halt eine typische Bar, ne? Aber hier liegt halt auch so viel Krimskram, was mich irgendwie davon überzeugen lässt, dass der hier zum Ende wirklich nur noch gehaust hat. Hier ist alles voller Musikkassetten. Jetzt gehen wir mal hier hinten rein. Und dann sind wir in so einem Kellergewölbe-Ding. Hinter der Bar. Da ist noch eine Eistruhe. Seht ihr? Das ist ja völlig verrückt. Völlig verrückt. Naja, hier war wahrscheinlich das Bier drin. Oh Gott, ich trete hier auf Kassettenhüllen. Leute, das ist wirklich eine Müllhalde sondergleichen. Und direkt hinter der Bar ist die Küche. Und wisst ihr, was ich gerade erschreckend finde? Da bin ich gerade rübergelaufen. Alter Verwalter. Also die Küche ist mehr als desolat. Dass der hier so noch gewohnt hat, meine Güte, schrecklich. Schrecklich, wirklich schrecklich. Da, die Eierschale, der hat ja gar nicht mehr sauber gemacht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier zum Schluss noch irgendwas funktioniert hat, weil hier ist auch Wassereinbruch. Also, oh Gott, Leute, es ist furchtbar. Da ist alles voller Maden. Oh, es ist eklig. Ist das eklig. Freunde, was soll ich dazu sagen? Guckt euch diese desolate Küche an. Aber das Schlimmste, Freunde, ist wirklich das da.
Hier ist auch noch ganz viel Essen. Da sind noch Bohnen, Sojasauce, Ketchup, Mais in Dosen und all sowas und Erbsen, Nudeln. Freunde, die Vermutung liegt hier wirklich nahe. Ich habe ja die Papiere von 23 gefunden, dass hier letztes Jahr wirklich noch jemand gelebt hat. Angeblich, also entweder gestorben oder heim. Ganz ehrlich, wenn man so jemanden ins Heim bringt, in ein Altersheim, ich kann es verstehen, so kannst du einfach nicht wohnen. Schlimm. Aber Freunde, ich muss es euch nochmal zeigen. Diesen Gastraum hier. Echt. Ist das geil. Ey, das ist so krass. Heiko hat es richtig gesagt, es ist atmosphärisch. Es ist wirklich gruselig. Und es ist halt auch, ihr seht es ja hier, es geht bergauf. Ey, da ist noch ein Schuppen. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Oh, fuck. Ah, Brennnesseln, Freunde. Brennnesseln. Was ist das hier? Freunde, das ist ein Keller. Alter, das ist ein Bergkeller, der ist in den Berg reingegraben. Oh Leute, ich habe Angst, das Dach bricht hier zusammen, aber ich muss es euch zeigen. Guck mal, da ist das Felsmassiv. Da ist einfach Felsmassiv. Da, wie krass. Das ist heftig. Freunde, das macht ihr bitte nicht nach. Es ist eingekracht hier vorne. Und ich habe es für euch jetzt gemacht. Ich sehe aber auch zu, dass ich ganz schnell da rauskomme. Oh, Leute, macht das nicht nach. Das habe ich jetzt wirklich nur für euch gemacht. Ich sehe zu, dass ich mit Heiko hier runterkomme. Es ist wirklich gruselig. Also heute war es nicht nur mir gruselig, sondern auch Heiko. Und diesmal war ich nicht der einzige Nervöse, wir waren beide nervös. Also es war wirklich unfassbar gruselig. Wie gesagt, ich habe euch ein bisschen ja erzählt. Ich werde euch den Link zu Heikos Video hier unten reinhauen und dann könnt ihr euch das angucken, was da letztes Jahr war. Wir haben es jetzt noch überflogen, es war ziemlich schwierig. Wir wollen jetzt weiter, wir müssen noch einkaufen, ab zum Campingplatz. Bis zum nächsten Abenteuer. Ciao auf Erdköppe TV. Guckt bei Heiko vorbei. Blablabla.